Herzlich willkommen zu Standpunkte TV, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie auch zwischen den Jahren beim Talk-Format von Nordmetall, den Arbeitgebern der M&E-Industrie in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen dabei sind. Die Berliner Regierungsbildung, die zieht sich hin. Erst scheiterten die Jamaika-Sondierungen, jetzt wird es wohl früher werden, bis wir wissen, wer mit wem in Berlin unter welchen Bedingungen regiert. Und das wollen wir heute diskutieren, diese Hängepartie aus Hamburger Sicht etwas analysieren. Und dazu habe ich eine ganze Reihe kompetenter Gäste mir ins Studio eingeladen. Katja Suding ist bei mir. Herzlich willkommen. Stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion jetzt seit dem Herbst und auch stellvertretende Parteivorsitzende. Ich begrüße Anja Heiduck, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion seit, wenn ich das richtig gelesen habe, 2002 schon im Bundestag mit den zwei Jahren Unterbrechung als Senatorin hier in Hamburg. Johannes Kahrs ist bei uns, seit 1998 schon im Deutschen Bundestag, immer direkt gewählt für Hamburg-Mitte, sozusagen das Urgestein hier in der Runde, und also unter den Abgeordneten, die hier dabei sind heute, und Sprecher des Seeheimer Kreises, einer von dreien. Und das ist eine Gruppe von SPD-Bundestagsabgeordneten, die gemeinhin eher dem rechten Flügel der Partei zugeordnet wird. Herzlich willkommen. Wir sagen der pragmatische Flügel, der aber pragmatische so eng wollen wir es nicht sehen heute. Gut, Sie widersprechen nicht pragmatisch ganz. Pragmatisch in der SPD. Und ich begrüße Markus Weinberg, schön, dass Sie da sind, seit 2005 für die CDU Altonas im Deutschen Bundestag und dort als Familienpolitiker der Unionsfraktion unterwegs. Schön, dass Sie da sind. Schließlich Dr. Nico Fickinger bei uns, Hauptgeschäftsführer von Nordmetall. Auch Ihnen willkommen. Bleiben wir gleich bei Ihnen. Was erwarten die Arbeitgeber jetzt für die kommende Wahlperiode, für die Legislatur von einer wie auch immer gearteten Bundesregierung? Die Themen sind dieselben geblieben, aber die Sorgen sind ein bisschen größer geworden, wenn jetzt Union und SPD miteinander sondieren oder zu sondieren beginnen. Das ein großes Thema für uns norddeutsche Arbeitgeber ist natürlich Flexibilität im Personaleinsatz. Wir haben in den Jamaika-Sondierungen über Anpassung des Arbeitszeitgesetzes gesprochen. Jetzt reden wir über eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und andere Dinge. Das ist natürlich etwas, was uns überhaupt nicht gut tut. Ansprüche auf befristete Teilzeit ist ein weiteres Thema, was diesen Bereich Personaleinsatz angeht. Dann haben wir das Thema Sozialversicherungsbeiträge unter 40% begrenzen. Wir können keine Mütterrenten gebrauchen. Wir können auch keine höheren Krankenversicherungsbeiträge gebrauchen. Wir müssen sehen, dass die Arbeitskosten im Rahmen bleiben. Wir brauchen eine vernünftige Finanzpolitik natürlich, die auch den Bürgern wieder etwas zurückgibt von der guten Lage jetzt. Da würde ich jetzt als Tarifpolitiker sagen, ist vielleicht die kalte Progression noch etwas wichtiger als andere Themen, weil das eben dann auch dafür sorgt, dass das, was wir in den Tarifverhandlungen vereinbaren, auch bei den Beschäftigten ankommt, 1:1. Und zum Schluss die beiden Megathemen, über die wir hier auch schon viel gesprochen haben, Bildung, Infrastruktur, sind natürlich Dauerbrenner, die uns auf den Herzen liegen. Keine Funklöcher in der Luft, keine Löcher in den Autobahnen. Das sind so die Themen, die die norddeutsche Wirtschaft bewegen. Herr Weinberg, der Ministerpräsident Laschet aus Düsseldorf, Ihr Parteifreund, der hat gerade gesagt, wenn es denn eine große Koalition nun gäbe, dann wäre es doch möglicherweise das Profil der Union, da die Interessen der Industrie zu vertreten. Jetzt haben wir gerade gehört, was die Industrie will. Ist das die Agenda der Union? Es ist auch das Profil dann der Union, die Interessen der Wirtschaft zu vertreten. Das haben wir in den letzten Jahren in der Großen Koalition ja auch gemacht. Wir haben viele Gesetze gerade in der Sozialpolitik, in der Familienpolitik entwickelt. Auch Flexibilisierung, auch das Thema Familienpflegezeit, ähnliches. Wobei wir immer sehen mussten als Union, dass wir es so gestalten, dass es erträglich ist für die Wirtschaft, für den Mittelstand, auch für die Industrie. Und das, Sie haben es angesprochen, die Themen Vielfalt in diesem Bereich, da werden wir darauf achten, dass wir gerade bei Veränderungen von Gesetzen, die die Arbeitgeber betreffen, dass wir sozusagen die Freiheit des Arbeitgebers und die Freiheit der Wirtschaft auch weiter aufrechterhalten. Und da werden wir sicherlich mit den Sozialdemokraten an der einen oder anderen Stelle kontrovers diskutieren. Rückkehrrechte wollen wir auch, aber wir wollen sie so gestalten, dass es verträglich ist für den Mittelstand. Weil wir in den letzten Jahren einiges an Belastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht haben, wohl wissentlich, das sage ich als Familienpolitiker, das war gut für die Familien, aber es war teilweise auch sehr, sehr schwierig für die Wirtschaft, dieses umzusetzen. Und da sagen wir, das ist auch eine Grenze erreicht. Mehr können wir nicht machen, denn das, was wir ausgeben als Familienpolitiker, müssen Unternehmer erwirtschaften. Und die Unternehmer brauchen die Freiheit, dieses zu erwirtschaften, damit wir
in der Sozialpolitik, in der Familienpolitik dieses auch ausgeben kann. Die Wirtschaft wäre froh, wenn sie sich selbst um ihren Personaleinsatz kümmern könnte und nicht die Politik noch versuchen würde, ihnen dort Vorschriften und Regeln zu machen. Denn das ist eigentlich unsere ureigenste Aufgabe, zu sehen, wo wir unsere Fachkräfte herbekommen und wie wir sie einsetzen. Und da werden in der Praxis auch immer vernünftige Lösungen gefunden. Keine neuen Belastungen für die Wirtschaft, Herr Kahrs. Ist das auch was, was Sie unterschreiben würden? Ich glaube, das hängt von dem Mix ab. Wir haben das ja bei der Union beim letzten Mal gesehen. Rente mit 63 haben wir durchgesetzt. Das war noch die preiswerte Variante gegenüber der Mütterrente, die die Union durchgesetzt hat. Und soweit ich das noch im Blick habe, will ja die CSU einen weiteren Punkt durchsetzen, nochmal 7,5 Milliarden. Das klingt immer alles schön. Der Kollege Weinbech mendelt sich auch so elegant darum rum. Ein entschiedenes sowohl als auch. In der Sache ist es aber so, dass die Union selbst der größte Kostentreiber da war. Ich glaube, dass die Arbeitnehmer einen Anspruch darauf haben, einen vernünftigen Lohn zu haben, auch eine Arbeitsplatzsicherheit zu haben. Was garantiert nicht geht, ist diese ganze Frage von Befristungen, die ja entsprechend anders genutzt worden ist, als sie damals mal verabredet war. Damals war das gedacht für bestimmte Zeiten, wo man Auftragsspitzen hat oder ähnliches. Jetzt ist ja ein halber Wirtschaftszweig draus geworden mit dem Ergebnis, dass wir bei großen Unternehmen auch viele Arbeitnehmer haben, die da schon lange arbeiten, aber nur befristete Arbeitsverträge haben. Damit kriegen sie keine Familien gegründet, das funktioniert nicht. Und deswegen wird das begrenzt werden. Die Union hat ja schon signalisiert, dass sie da mitgeht. Da kriegen Sie Widerspruch. Diesen Beweis würde ich gerne mal sehen. Es gibt nirgendwo das, auch Befristung. Es gibt keine Kettenbefristung, die dürfen nur bis 2 Jahre befristet werden. Und wenn es einen Sektor gibt, wo wir viele Befristungen haben, dann ist es der öffentliche Dienst bzw. der Wissenschaftsbereich. Da könnten Sie selbst gerne als Politik mal mit gutem Beispiel vorangehen. In der Industrie finden Sie das ganz überwiegend nicht. Und wenn, ist es nur für den Einstieg, wo man sagt, wir möchten Leute ausprobieren, dann ist es sozusagen ein Surrogat zum Kündigungsschutz, wo man sagt, ich brauche einfach etwas länger als die 6 Monate, um beurteilen zu können, ob jemand passt. Und die allermeisten werden hinterher auch übernommen dann. Katja Söding, Sie sind ja nur in Sachen Bildung unterwegs in der FDP-Bundestagsfraktion. Mit dem Kooperationsverbot abschaffen ist es ja nun nichts richtig geworden. Sowohl in Jamaika als auch in der Großen Koalition sieht das nicht so richtig gut aus. Wir haben gerade letzte Woche, Herr Dr. Fickinger, Sie waren dabei in Kiel vom CDU-Ministerpräsidenten Günther bei einem parlamentarischen Abend von Nordmetall gehört. Also das ist ein Fehler, wenn die Union das nicht abschafft. Das muss eigentlich weg, das Kooperationsverbot. Und wir müssen allein das schleifen, um wirklich mehr in Bildung zu investieren und Bund und Länder da mehr zusammenzubringen. Da muss doch der FDP sozusagen das Herz bluten, dass das jetzt wahrscheinlich trotzdem nichts wird in den nächsten 4 Jahren, oder? Ja, wir haben dafür natürlich gekämpft, auch in den Verhandlungen oder in den Sondierungen zu Jamaika. Bildung ist nun mal die größte Aufgabe, die wir haben in diesem Land. Es geht darum, dass wirklich jedes Kind Chancen bekommt. Dafür müssen wir die großen Herausforderungen angehen, die wir hier im Bildungswesen haben. Das geht ja nicht nur um die Sanierung von Schulbauten, es geht vor allen Dingen ja auch um das Thema Digitalisierung, um Lehrerfortbildung, um frühkindliche Bildung, um Sozialpädagogen an den Schulen. Dafür braucht man sehr, sehr viele finanzielle Mittel, die nicht jedes Land aufbringen kann. Und deswegen müssen wir in heutigen Zeiten, wo die Schüler in Deutschland ja nicht mehr im Wettbewerb in den Bundesländern untereinander stehen, sondern im Wettbewerb mit den Schülern anderer Nationen, einfach mehr Engagement des Bundes haben. Das Kooperationsverbot verbietet aber zu weiten Teilen, dass sich der Bund finanziell an der Finanzierung der Bildung beteiligen darf. Und deswegen wünschen wir uns dieses Kooperationsverbot gekippt. Das ist aber am Widerstand ganz entschieden am Widerstand der CSU gescheitert, aber auch ein grüner Herr Kretschmer hat da sein Veto eingelegt. Also da gab es durchaus Gegenwind von verschiedenen Seiten und deswegen kämpfen wir jetzt auf anderem Wege dafür, dass wir auch in diesem Bereich weiterkommen. Noch eine Oppositionsabgeordnete mit Blick auf die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich sind Sie, Frau Heiduck. Gelernte Finanzpolitikerin ja auch über lange Jahre, wenn Sie so den Wunschkanon der Vertreter der beiden großen Parteien hören, da könnte es ja einem dann gruseln. Das kann ja alles sehr teuer werden wieder, ne? Oder? Naja, ich will es mal anders sagen. Es gibt schon auch Möglichkeiten, weil die finanzielle Lage in den öffentlichen Kassen für Bund, Länder und Gemeinden ist ja vergleichsweise aktuell gut, sodass man sehr wohl über Entlastungen reden kann. Und vor allem, und das haben wir sehr intensiv in den Jamaika-Sondierungen gemacht, über notwendige Zukunftsinvestitionen. Und insofern ist es schon bedauerlich, dass dieser Schwerpunkt, der sich abgezeichnet hat, für Bildung sicherzustellen, dass wir 3,5 des Bruttoinlandsprodukts dann für Forschung und Bildung wirklich mal ausgeben werden. 3,5 was?
Prozent, Entschuldigung, habe ich nicht zu Ende geführt. Ja, genau. Und das, da ist ein Aufwuchs notwendig, weil Deutschland da im internationalen Vergleich längst noch nicht da ist, wo es sein muss. Oder dass wir einen wirklichen Investitionsschwerpunkt auf die Digitalisierung in unserer Gesellschaft legen, also den Breitbandausbau, aber auch die Förderung von digitalen Techniken im Bildungsbereich, sei es in Schulen. Dazu sind finanzielle Mittel erforderlich und die sind auch vorhanden, wenn man die Priorität richtig setzt. Und insofern sage ich mal, das ist eine wichtige Aufgabe, dass eine Bundesregierung im nächsten Jahr diese Schwerpunkte setzt. Wir hätten diese Verantwortung gerne mitgetragen. Ich habe jetzt mal bewusst nicht gleich mit dem Klimaschutz angefangen, was auch eine wichtige Zukunftsaufgabe ist. Wir haben im Moment eine Situation in Deutschland, wo wir durch die gute wirtschaftliche Lage und durch eine vernünftige Politik, die wir betreiben können, genau diese Zukunftsinvestitionen anpacken sollten. Und die braucht man und soll man dann auch nicht Schulden finanzieren. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber wir müssen die Zukunftsaufgaben, auf die müssen wir uns richtig vorbereiten. Und insofern bedauere ich diese Hängepartie. Wir haben uns nach unseren Kräften bemüht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass gerade bei der Schnittmenge, die wir mit der FDP hatten, was Bildung, Digitalisierung bis hin sogar zur bürgerrechtlichen Themen angeht, das nun nicht geklappt hat. Aber das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Jetzt ist die SPD und die CDU, die sind jetzt beide in der Pflicht. Mal sehen, was wird. Jetzt lassen Sie uns mal nach vorne gucken. Also Digitalisierung, Bildung, Demografiewandel, Dekarbonisierung, sagen Sie, glaube ich, gerne auch. Als damit es 3Ds gibt, das, ja. Die Alliteration ist dann schön. Ja. Wir können das denn Schwerpunkte einer großen Koalition dann auch werden und nicht nur Rentenfragen oder Krankenversicherungsfragen, also so ein bisschen Erneuerungsfragen für die Republik? Also im Kern ist es ja so, dass wir als SPD in der letzten GroKo ja durchgesetzt haben, dass man einen Teil des Kooperationsverbotes aufhebt. Das heißt 2x3,5 Milliarden. Das Problem ist aber, dass die Union darauf bestanden hat, und da ich das selber mitverhandelt habe, fand ich das umso bedauerlicher, dass das nur eng begrenzt wird auf die Sanierung. Also kein Neubau, keine Digitalisierung, keine IT. Und man muss ja auch gucken, dass die Schulen, die heutzutage ja nicht mal eigene Schulnetze haben in weiten Teilen, ja maximal ein, zwei Lehrer haben, die die Stunden dafür kriegen, dass sie sich darum kümmern. Wenn man sich anguckt, dass sie ein Schulnetz brauchen, wo dann Eltern und Lehrer oder Lehrer und die Kinder miteinander verhandeln können, dann ist das aber doch eine Frage, da braucht jedes Unternehmen eine IT-Abteilung für. Da brauchen Sie mindestens zwei, drei Leute, die das hauptprofessionell machen. Da brauchen Sie eben nicht nur Geld für die Sanierung der Toiletten, das haben wir gemacht, aber Sie haben eben das nicht durchgesetzt, dass die anderen Bereiche auch gehen. Und das muss kommen, das ist eine Forderung der SPD an die CDU. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil Bildungsfinanzierung, und da stimme ich meinen Vorrednern alle zu, ist eins der Hauptpunkte. Wir haben da Geld reingesteckt, wir haben den Teilaufbruch ja hinbekommen, aber der Rest muss jetzt kommen und das ist einer der wesentlichen Punkte. Martin Schulz sagt das immer rauf und runter. Aufhebung des Kooperationsverbotes steht bei uns im Wahlprogramm. Ich hoffe, dass das mit der Union zu machen ist. Wäre mal ganz schick. Was sagt denn die Union? Was sagen die Freunde von der CSU dazu? Also alle Ministerpräsidenten waren gegen die Aufhebung des Kooperationsverbotes. Das Thema Bildung, wie Bildung funktioniert, wie man in Bildung investiert, haben wir in den letzten Jahren vorgemacht. Seit 2005 von knapp über 7 Milliarden, jetzt mittlerweile auf über 17 Milliarden Euro erhöht. Johannes Kahrs und die SPD in Hamburg werden ja vormachen, wie man richtig investiert hier in Hamburg. Das tun sie nämlich nicht in der Bildung. Ich glaube aber, um auf die Frage zurückzukommen, was ist sozusagen jetzt der Kern und auch die Klammer dieser großen Koalition mit Hinblick auf die großen Themen? Also Infrastruktur, gerade wie wir in Hamburg wissen, sozusagen der Hamburger Hafen, nicht nur der Hamburger Hafen im engeren Sinne, muss unterstützt werden, sondern natürlich auch die Hinterlandverkehre. Wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Fachkräfte und wir haben natürlich auch ein Thema, Stichwort Finanzierung. Man hat ja bei Jamaika, war man ja so weit und das war ja vereinbart schon, dass man auch die Abgaben bei unter 40% oder bei 40% auch deckeln wollte. Das war ja auch eine Forderung der Wirtschaft. Das hätten wir zum Beispiel gemacht und wir wünschen uns jetzt mit der SPD, dass die SPD so vernünftig ist, dass sie mit ihren Forderungen so weit zurückgeht, dass wir sagen können, das wäre eine Zielfunktion. Und ich glaube, wir haben in den nächsten 4 bis 8 Jahren zwei große Aufgaben. Das eine ist das ganze Thema der Umsteuerung, der Infrastruktur, sozusagen der harten Fakten mit Blick auch auf die Frage, wie können wir den Wohlstand aufrechterhalten und wie können wir auch Unternehmen entlasten im Sinne auch, dass dann, wenn Löhne steigen, das zum Wohle der Arbeitnehmer ist. Und das zweite wird natürlich sein, wie können wir andere Bereiche wie Sozialpolitik, Rentenpolitik, Pflegepolitik umsteuern. Aber noch einmal, da gibt es einen engeren Zusammenhang. Nur dann, wenn ich diesen Wohlstand aufrechterhalte und wenn ich den
in Europa anerkannten Stand der deutschen Wirtschaft auch garantiere, werde ich daraus generieren können Mittel, die zur Verfügung stehen für andere Aufgabenbereiche. Und ich glaube, das könnte eine Botschaft sein einer großen Koalition. Letzter Satz von mir. Diese große Koalition muss klare Botschaften haben. Ein Rumgeeiere, sage ich ganz deutlich, kann es und wird es mit uns nicht geben. Die Zukunftsaufgaben sind definiert und da muss dann auch klar sein, dass wir in der Kultur miteinander hier auch klare Botschaften setzen. Und da gibt es viele Punkte, an die wir anknüpfen können. Gibt es eine Bürgerversicherung mit der Union? Nein, mit der Bürgerversicherung wird es aus drei Gründen nicht geben, weil es gesundheitspolitisch völliger Quatsch ist. Selbst sozialdemokratische Stiftungen haben mir nachgewiesen, dass wir dann in die Zweiklassenmedizin laufen. Ich bin gesetzlich versichert und ich sage, keine Bürgerversicherung. Während der Einstieg in die Zweiklassenmedizin haben wir europaweit gesehen. Zweitens, volkswirtschaftlich Quatsch, weil dann der Staat deutlich mehr investieren müsste in den Bereich der Gesundheitsforschung. Heute sagt jeder Arzt, ich kann mir das gute Gerät leisten, weil ich Privatversicherte habe. Und der dritte Punkt, das sollte eigentlich die Sozialdemokraten interessieren, tut sie es momentan aber nicht. Es geht ja auch um Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft, private Krankenkassen. Und deswegen ist die Bürgerversicherung, das wollte keiner, das will keiner, außer Herrn Lauterbach. Und wir machen jetzt nicht so einen Quatsch mit, weil Herr Lauterbach irgendwie sein Denkmal gesetzt haben will. Entschuldigung, wir müssen hier vernünftig das gute deutsche Gesundheitssystem stärken. Das machen wir aber nicht mit einer falschen. Jetzt regt sich hier breiter Widerspruch. Aber bevor wir den gleich hören, Frau Heidock, Herr Kaas, meine Damen und Herren, wollen wir das machen, was wir Ihnen in jeder Sendung auch bieten, nämlich einen Blick auf das, was in der M&E-Industrie in Norddeutschland in den letzten Tagen und Wochen so los war. Standpunkte vor Ort. Gegensätzliche Standpunkte. In Lübeck haben sich die Vertreter der Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie und der IG Metall zur zweiten Tarifrunde getroffen. Die Arbeitgeber unterbreiteten der Gewerkschaft dabei ein Angebot. Wir haben angeboten eine Einmalzahlung von 200 Euro für die ersten drei Monate des nächsten Jahres plus 2% Tabellenerhöhung für ein Jahr anschließend. Haben aber gesagt, das gibt es nur, wenn wir auch über unsere Forderungen sprechen. Wir brauchen einfach mehr Flexibilität nach oben und nach unten, um die Beschäftigten und die Betriebe auch fit zu machen für die Digitalisierung. Zu einer Einigung kamen die Tarifparteien nicht. Die Gewerkschaft kündigte nun Warnstreiks nach dem Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember an. Informationsaustausch zwischen Politik und Arbeitgeberverband. Nordmetall hat im Hotel Kieler Yachtclub zum parlamentarischen Abend geladen. Neben vielen Mitgliedern des Schleswig-Holsteinischen Landtags folgte auch Ministerpräsident Daniel Günther der Einladung. Wir haben einen sehr, sehr engen Draht. Das ist wichtig, dass Interessenvertretungen auch immer bei der Politik auch klar sagen und auch Erwartungshaltungen formulieren, damit wir wissen, in welchen Bereichen wir reagieren müssen. Und das machen wir wirklich in vertrauensvollen Gesprächen. Regelmäßig finden die statt. In seiner Rede thematisierte Günther nicht nur landespolitische Themen. Der Ministerpräsident richtete seinen Blick auch auf die Bundes- und Europapolitik. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. Hier regte sich eben großer Widerspruch, als Sie sozusagen die GroKo skizziert haben und die Bürgerversicherung abgelehnt haben. Herr Kaas, Sie waren der Erste. Ja, ich schätze den Kollegen Weinberg sehr, aber er schwurbelt doch ziemlich. Das hat er mit seiner Kanzlerin gemeint. Im Ergebnis ist es doch so. Wir haben eben über das Kooperationsverbot gesprochen. Er ist zu keiner Aussage fähig. Das heißt, beim Kooperationsverbot wollen wir als Sozialdemokraten das Kooperationsverbot aufheben. Das ist bei uns Beschlusslage. Wir haben es gegen die CDU in Teilen schon gemacht. Das hat Geld gekostet. Das kommt bei den Ländern an. Es muss aber deutlich mehr werden. Da ist man sich hier, glaube ich, einig. Da wäre es ja auch mal schick, eine Antwort drauf zu kriegen, ohne dass man gleich wieder ausweicht. Zum anderen ist es so, dass man natürlich für Digitalisierung viel machen muss. Wir haben da gerade auch im Haushaltsausschuss viel Geld eingesetzt. Das Problem ist nur, in dem zuständigen Ministerium fließt es halt nicht ab. Herr Dobrindt hat da Milliardenüberschüsse. Das Geld wird zwar vergeben mit irgendwelchen lustigen Bescheiden, es kommt aber nicht an, es wird nicht verbuddelt. Und wir haben ein echtes Umsetzungsproblem mit dem Ministerium. Da muss man natürlich was machen. Und was die Infrastruktur angeht, erleben wir das zum Beispiel auf den Wasserstraßen. Selbst wenn wir dieses Urteil jetzt irgendwann mal hinkriegen und diese Elbvertiefung nun endlich mal kommt, dann wird es ewig dauern, bis das Bundesverkehrsministerium das umsetzt. Weil mit der Zerschlagung der Bundeswasserstraßenverwaltung, die wir da hatten, hat ja nun die FDP mit der CDU Großes geleistet. Und das jetzt wieder aufzubauen, das wird dauern. Deswegen ist das ein schwieriger Akt. Das heißt, Infrastruktur lebt A von dem Geld,
Das ist aber nicht das Problem. Wir haben fast alles durchfinanziert. Es lebt auch von Personal, was anständig bezahlt ist, was die Bundesverwaltung überhaupt erst arbeitsfähig macht. Das gilt aber auch für die Länder, ne? Ja, natürlich. Das gilt für die Länder genauso. Da ist überall an der Sparschraube so lange gedreht worden, bis sie in den Rechtsabteilungen, bei den Ingenieuren, bei den Sachbearbeitern zu wenig Leute haben, damit diese Sachen auch schnell umgesetzt werden können. Das heißt, wir haben zwar Geld reingepumpt in die Infrastruktur, es fließt aber milliardenweise wieder zurück an den Finanzminister, weil einfach auf der Arbeitsebene, auf der Umsetzungsebene Probleme da sind. Da haben wir im Haushaltsausschuss häufig gegen das Finanzministerium nachsteuern müssen. Aber man kann hier immer rumschwurbeln, über was man alles irgendwie mal machen will und sollte. Aber konkret, wo die Fakten sind, muss man halt mal sagen, will man das Kooperationsverbot aufheben, will man mehr Personal einstellen, will man die Stellen so heben, dass sie auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig sind. Nur dann wird da auch was draus. Also ich würde noch mal zur Ehrlichkeit der Debatte sagen, dass Bildungspolitik ein wichtiger Schwerpunkt ist, ist, glaube ich, im Kreis der Parteien, die hier versammelt sind, und das ist ja vielleicht auch mal eine wichtige Botschaft an die Wirtschaft, glaube ich, wirklich eine Priorität, die alle fördern wollen. Das Kooperationsverbot, wenn man das hätte aufheben wollen und nicht nur darüber reden, sondern es tun, dann hätte man es verhandeln müssen bei der Reform der Bund-Länder-Finanzen. Das ist nämlich ein Thema zwischen Bundestag und Bundesrat. Da hat die Große Koalition das nicht zum Kasus Knactus gemacht aus der Bundesperspektive, was wir falsch fanden als Grüne. Wir haben es auch noch bis zum Schluss gefordert, dass man das als Druckmittel einsetzen muss gegen die Ministerpräsidenten. Und da ist die Parteizugehörigkeit nämlich nicht entscheidend manchmal, dass man sagt, wenn ihr mehr Geld vom Bund wollt, wollen wir da einen Reformbedarf. Das hat man schon am Ende der letzten Legislaturperiode nicht hinbekommen. Aber ich sage jetzt nur mal, damit wir jetzt ein bisschen ehrlicher reden, man wird jetzt den Schwerpunkt Bildung stärken müssen mit allen Mitteln, wahrscheinlich jenseits einer schnellen Abschaffung des Kooperationsverbotes. Das sollte die Gesellschaft, das kann die Wirtschaft erwarten, das können die Bürgerinnen und Bürger erwarten. Ich finde das wichtig, dass wir jetzt bei dem Austausch der Argumente ja nicht wieder auf die Wahlkampfebene zurückkommen. Und beim Thema Bürgerversicherung, klar, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. So sind wir jeweils als Parteien in den Wahlkampf gezogen. Ich glaube, jetzt kommt es darauf an, Reformen in der sozialen Sicherung anzupacken, jenseits einer zu ideologischen Debatte. Und das hat mich nur gerade wieder daran erinnert, dass sich schon wieder die Vertreter der SPD und der CDU anfangen zu verkeilen in einer Weise, wo ich dann sage, ja, wenn das das Ergebnis ist einer GroKo, die kommt, dann bedauere ich das ja nochmal, dass wir diese ausgesprochen schwierige, aber vielleicht auch neue Konstellation, die in Schleswig-Holstein jetzt die Arbeit angefangen hat, nicht probieren. Ich finde zum Beispiel beim Thema Gesundheitspolitik, dass der Hamburger Senat hier eine sehr gute Initiative angefangen hat, nämlich zu sagen, machen wir es mal eine Nummer kleiner. Nicht gleich Bürgerversicherung ja oder nein, sondern Öffnung der gesetzlichen Krankenkasse für neue und junge Beamte. Das ist doch gut. So muss man mal, ja, so muss man aber mal anfangen. Das ist die Wahlfreiheit. Da wird ja sonst so gerne von gesprochen, gerade auch in Wirtschaft bei der FDP, die Wahlfreiheit für junge Beamte, nicht in ein System reingedrängt zu werden. Ziemlich richtige Sache, mal Prozesse in Gang zu bringen. Und das hoffe ich, dass wir das 2018 einlösen, damit nicht ganz andere Parteien, die hier nicht am Tisch sitzen, davon profitieren, wenn die Politik sich verhakt. Hier in der Stadt Bürgerversicherung, nur mal so ein Stichwort. Naja, immer das, was der Hamburger Senat hier gemacht hat, ist natürlich der Versuch, den Einstieg in die Bürgerversicherung zu bekommen. Also ich halte das für eine Wahlfreiheit für junge Beamte. Ja, aber dazu gehört dann auch zu sagen, Wahlfreiheit wird eingeschränkt, weil der Wechsel der Beamten von einem Bundesland ins andere wird weniger leicht möglich. Das ist für mich eine Einschränkung der Wahlfreiheit und ich komme auch nicht wieder zurück. Auch das gehört dazu. Der junge Beamte kann doch die Beihilfe weiter auch nehmen, wenn er will. Es geht nur darum, wollen wir immer so weitermachen. Einstieg in die Bürgerversicherung und ich halte das für falsch. Deswegen ich wollen Sie das nicht, ab, das ist mir klar. Was hier tatsächlich passiert. Ich glaube auch nicht, dass das ein guter Weg ist. Machen wir da mal einen Punkt bei dem Thema. Da gibt es sozusagen den Konsens im Dissens. wenn wir mal jetzt nach vorne blicken, also Weihnachten ist gewesen, das neue Jahr beginnt. Am 7. Januar geht es weiter zwischen den beiden großen Parteien. Am 21. glaube ich, trifft sich die SPD wieder zum Parteitag, damit sie dann beschließt, ob aus einer Sondierung eine Koalitionsverhandlung werden darf. Dann wird verhandelt, weiß ich nicht, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Dann gibt es eine Mitgliederbefragung. Das dauert ja wahrscheinlich auch wieder
bisschen länger, nehme ich mal an, denn ich fürchte mal, dass nicht jedes SPD-Mitglied nur im Internet ja oder nein klickt. Ne? Das wird wahrscheinlich postalisch gehen oder so. Also wann haben wir denn mal eine neue Bundesregierung? Ist das dann Mai oder haben wir schon Hochsommer? Also wie stellen Sie sich das vor? Also das Zeitfenster wird ja dominiert sozusagen von den Entscheidungen der Parteigremien. Ich glaube auch, das sollte man nicht zu verspannt sein, weil es ist so eine schwierige Situation. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute sich fragen, wann wird man wieder regieren? Dieses Land ist noch, steht noch nicht vor dem Ende und wir haben ja auch eine Bundesregierung und die Verfassungsmütter und Väter haben da auch eine sehr kluge Verfassung so geschrieben, dass wir auch regiert werden. Unser Bestreben war es natürlich, es gibt Unklarheit und wir müssen Klarheit schaffen. Das ist sozusagen auch die internationale Frage, also Europa und Ähnliches. Da können wir jetzt den Partnern sagen, also Moment mal ganz kurz, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Das war auch sozusagen die Abstimmung mit der SPD, Stichwort Auslandseinsätze der Bundeswehr etc., dass wir da auch Kontinuität zeigen. Aber irgendwann müssen wir mal Entscheidungen treffen, Brexit, dass wir eine neue Bundesregierung haben, die dann auch handlungsfähig ist für die nächsten Jahre. Ich will nur eins sagen, ich glaube, dass wir den Parteigremien da auch den Raum geben müssen. Ich würde mir nur wünschen, dass wir jetzt etwas klarer und sozusagen auch etwas stringenter diskutieren. Sondierungen sind Sondierungen, keine Koalitionsverhandlungen. Und Sondierungen müssen die Leitlinien, die Leitplanken definieren. Und da haben wir das Thema, wir sehen mit Interesse sozusagen auch Forderungen, zum Beispiel Nordmetall der Wirtschaft. Es gibt auch andere Interessen. Und dann irgendwann müssen daraus oder sollten daraus Koalitionsverhandlungen sein. Und dann wird man die Fußnoten nochmal definieren können. Aber ich glaube, sozusagen die Zeit werden wir jetzt noch haben, bis dann April, Mai, ich weiß es gar nicht so genau, weil wir als Union ja auch nochmal einen Parteitag haben werden und die Basis dann auch befragen werden. Ich würde mir nur wünschen, dass man jetzt nicht nach hinten schaut, wie der Johannes Kahrs gerade getan hat, sondern jetzt auch mal sagt, wo sind die 3, 4 Botschaften, was sind die Leitlinien und dann los und sich mal entscheidet, dass man regieren will. Das ist die Voraussetzung, wenn man irgendwo in der Bundesliga mitspielt, dann muss man auch sagen, man tritt an, wenn Anpfiff ist. Das wäre jetzt gut, wenn die SPD das auch deutlicher signalisiert und soweit fahren wir. Kann man das den Bürgern noch erklären, diesen ewig langen Prozess? Ehrlicherweise haben wir uns ja mit offenem Mund und etwas sprachlos die 2 Monate angeguckt, in denen Jamaika gescheitert ist, weil Frau Merkel es nach unserer Meinung einfach verschwurbelt hat, es nicht richtig angefangen hat. Das ist Ihr Lieblingswort, ne? Verschwurbeln, oder? Ehrlicherweise, ich habe mir Frau Merkel jetzt so lange angetan, man lernt auch daraus. Aber im Ergebnis wollen wir den Fehler nicht nochmal machen. Also ich glaube nicht, dass man sich jetzt nochmal einen Scheinscheitern leisten kann. Deswegen haben wir uns angeguckt, woran es da nach unserer Auffassung gescheitert ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wenn die CDU-CSU denn erst bereit ist, ab dem 7. Januar mit uns zu sondieren, dann macht man das, macht das 1, 2 Wochen und diskutiert in dem Bereich, was es dann werden soll, die Varianten, die es da gibt und dann natürlich auch die großen inhaltlichen Punkte. Und dass wir für eine Bürgerversicherung sind, weiß man. Bis heute weiß man nicht so richtig, wofür die Union steht. Das wird man ja vielleicht auch noch mal feststellen dürfen in dem Zeitpunkt. Und dann wird man das auf Augenhöhe machen müssen. Nicht? 50-50, klare Kante. Da muss jeder bei seinen Mitgliedern, bei seinen Funktionären auch mit rüberkommen. Und dann, glaube ich, muss das schnell gehen. Also ich glaube nicht, dass Sondierungsgespräche länger als 2 Wochen dauern sollen. Und dann glaube ich auch nicht, dass Koalitionsverhandlungen ewig dauern dürfen. Sondern da muss man auch relativ zügig durch, wenn es dazu kommt. Und deswegen will die SPD regieren. Klar, wir haben mit 80% beschlossen, dass wir mit der CDU, CSU... Das war im letzten Monat nicht so klar. Ja, ernsthafterweise habt ihr das 2 Monate vorgemacht, wie man es gegen die Wand kachelt. Wir haben mit 80% gesagt, wir wollen reden. Und wenn ihr jetzt erst bereit seid, ab dem 7. Januar mit uns zu sondieren, haben wir das zur Kenntnis genommen, haben unseren Parteitag extra euretwegen nach hinten geschoben. Und dann muss man das in der Sache klar machen. Ich glaube nicht, dass es schlau wäre, dass am Ende in 3 Monaten oder 2,5 Monaten, weil die gleichen Fehler gemacht worden sind wie bei Jamaika, man keine Regierung hat und dann in Neuwahlen stolpert, ohne dass man weiß, woran es am Ende gelegen hat und die Leute alle sauer sind. Ich glaube, man hat einen Anspruch auf eine vernünftige Regierung. Aber dann, bitteschön, muss es dann auch aufhören mit diesem ganzen Drumherum-Gefuddel. Da muss man zu Punkt kommen und da muss man auf beiden Seiten aber auch Kompromisse machen. Das wäre und ja unser Wunsch, eben, klar, ja, aber dann, ehrlicherweise, ihr hattet 2 Monate Zeit, es anders zu haben. Ihr habt es nicht gehabt. Jetzt müsst ihr mit uns klarkommen. Und das wird dann eben auch so laufen. Und zwar möglichst konkret und möglichst schnell. Können wir uns das leisten, diese enge Partie, diese lange?
Ja, also ich glaube schon, Deutschland braucht jetzt mal eine Regierung. Und wenn wir nur unter uns wären in Deutschland, dann könnte man das auch noch ein paar Wochen weiterlaufen lassen. Aber es wurde ja schon darauf hingewiesen, wir haben in Europa Verantwortung, da sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Deswegen brauchen wir auch eine Regierung, die auch ein klares Mandat hat. Das ist logisch. Aber ich warne davor, jetzt aus Sicht der Wirtschaft zu sagen, wir brauchen jetzt eine Regierung, da machen wir die um jeden Preis. Also es kann nicht sein, nur um eine Regierung zu haben, dass man jetzt zu allen möglichen Kompromissen bereit ist, die am Ende dem Land, die der Wirtschaft schaden. Denn Sie haben zu Recht gesagt, die Wirtschaft ist der Motor des Ganzen. Ohne uns funktioniert auch alles andere nicht. Deswegen müssen die Kompromisse schon vernünftig sein. Und jetzt will ich auch mal auf Ihrer Seite. Ich habe Herrn Altmaier neulich gelesen, der sagt, naja, wenn wir mit der FDP regieren, dann sorgen wir dafür, dass die soziale Gerechtigkeit nicht unter den Hammer kommt. Wenn wir mit der SPD regieren, dann sorgen wir dafür, dass die Wirtschaft irgendwo nicht unter den Hammer kommt. Aber die Frage, was sind denn jetzt die Kernpunkte, für die Union steht, da würden wir uns durchaus noch was wünschen. Nicht im Sinne von roten Linien, das bringt gar nichts, weil sonst kommt man nicht zusammen, aber nochmal eine klare Positionierung. Was sind eigentlich die Punkte, auf die sich dann auch die Wirtschaft bei der CDU, CSU verlassen kann? Das wäre schon auch hilfreich. Ja, die kann ich gerne beantworten. Ich wundere mich sozusagen, dass die Erkenntnisse nicht so weit gediegen sind, dass die Union ganz klar. Ja, die letzten vier Jahre haben wir erlebt, dass wir mehrere Reformen hatten, vom Mutterschutz bis zur Familienpflegezeit, wo es so war, dass wenn wir die Gedankengänge der SPD und des Familienministeriums umgesetzt hätten, wir ein Aufschreiten der Wirtschaft erlebt hätten. Unbestritten, aber dann haben Sie abgewehrt. Sie haben nicht selbst vorangetragen. Sie haben Schadensbegrenzung, Gott sei Dank, Schadensbegrenzung beschrieben, aber Sie haben es nicht nach vorne gebracht. Nach dem Scheitern von Jamaika, weil Johannes Kahrs der Erste gesagt hat, glaube ich, oder was Kollegin Ferner, die sagte, jetzt müsse aber die Union bei dem Thema Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit klar beigeben, was die SPD möchte. Und da kann ich nur sagen, das wird es mit uns nicht geben, weil das sozusagen wäre eine weitreichende Konsequenz auf die Struktur der deutschen Wirtschaft. Und da, glaube ich, würden wir das gefährden, was wir in den letzten Jahren beschützt haben. Aber ich habe die Themen genannt. Voraussetzung wird sein, das Thema Infrastruktur, sowohl in Bildung, Digitales. Zweiter Punkt wird der große Bereich sein, natürlich auch der Finanzierung, der Finanzen, also auch die Frage, Sie haben es angesprochen, glaube ich, auch Steuern. Wir brauchen für die Unternehmen, brauchen wir Stabilität. Wir werden das Thema Bürokratisierung nochmal aufgreifen müssen. Wir wissen alle, Mindestlohn war toll, aber wenn wir jetzt die Umsetzung teilweise sehen, das Thema Bürokratie wird und ist für die Unternehmen ein Zukunftsthema, weil man so nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Da geht es um das Thema Sicherung, auch Stichwort Unternehmen, Nachkommensregelungen für Unternehmen. Da gilt es darum, dass auch auf europäischer Ebene sagen, dass angeglichen werden muss die Regelung im Steuerrecht. Und dann natürlich haben die Unternehmen zu Recht auch die Forderung, dass man sagt, das Thema Ausbildung, Fachkräfte wird ein Thema sein. Wo ihr auch, und das hatte nichts mit dem Kooperationsverbot zu tun, geht um andere Themen. Da geht es um das Thema Forschung, 3,5%-Ziel, sozusagen wieder Leuchttürme zu produzieren, aber auch in der Breite, Stichwort, was wir gemacht haben, BAföG für den Meister etc., sagen hier auch andere Möglichkeiten zu schaffen. Da ist in der Tat eine ganze Menge vorsondiert. Da ist gutes Gut vorsondiert, aber da schließt ja auch an. Da wird auch im Zweifel die SPD sagen. Da kann man was rüberziehen. Nein, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass man die Punkte. So, das wird ein Thema sein. Und dann, also ich habe immer so verstanden, die Wirtschaft hat drei Themen: Fachkräfte, natürlich Abgaben, Steuern etc. und Energie, Infrastruktur und Energieversorgung. Und auch da wird man dann sozusagen nochmal deutlich machen, auch in Verhandlungen mit der SPD, aber ich glaube, dass wir da gar nicht auseinanderliegen, um mal wieder etwas zugänglicher zu sein für den Kollegen Kahrs, dass wir hier die Strukturen so schaffen, dass dann für die nächsten vier Jahre wir die Freiräume haben, auch in anderen Bereichen zu investieren. Lassen Sie uns mal auf das Thema Europa nochmal kommen. Die Debatte darüber, während der dann ja gescheiterten Jamaika-Sondierung, welche Zuständigkeiten denn förderhin in Europa finanziell, politisch liegen, vielleicht auch verteidigungspolitisch, die ist ja nicht vorbei. Und die FDP hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das sogar zu einem der Knackpunkte erklärt am Schluss, bei dem keine Einigung, also aus Sicht der FDP zu erzielen war. Andere haben das, glaube ich, ein bisschen anders dargestellt. Also vielleicht noch mal ein kleiner Rückblick, vielleicht noch mal von Ihnen beiden, verschiedene europapolitische Konzepte und dann Ausblick, was machen wir da, was wäre in der Großen Koalition an europäischen Kompetenzen neu und aus Deutschland dorthin zu verschieben? Also für uns war das erstens wichtig, die Notwendigkeit, die europäische Integration weiterzuentwickeln, obwohl es ja, und das bekommen wir ja auch mit, eine ganze Menge auch an Europaskepsis gibt und auch Regierungen gibt, die nicht unbedingt stärker auf eine
Förderung der europäischen Integration setzen, sondern stärker die nationalen Interessen betonen. In Osteuropa. Und da haben, in Osteuropa zum Beispiel. Und da haben wir gesagt, da gibt es eine ganz große Notwendigkeit, dass nicht nur, aber auch Deutschland zusammen jetzt mit dem zum Beispiel mal französischen Präsidenten antwortfähig wird, gemeinsam dann auch Europa nach vorne zu entwickeln. Und wir Grünen sind überzeugt, dass Deutschland da eine besondere Verantwortung hat, auch aufgrund unserer wirtschaftlichen Stärke. Und wir haben uns sehr gewünscht, dieses Thema Stärkung auch der Investitionen und der Stabilisierung Europas auch im Sinne eines Schutzes vor einer neuen Krise, die ja kommen kann. Also das sagen einem alle Experten, die etwas von Banken und Finanzmarkt verstehen, dass man sich da entsprechend aufstellt. Für das uns, klingt aber konsensfähig eigentlich, oder? Das war ja gerade das Erstaunliche. Für uns war das neu. In der Art und Weise, wie rigoros die FDP dort den Kurs vertreten hat, dass es an der Stelle jedenfalls keinerlei, so habe ich es verstanden, muss Frau Suding gleich nochmal erklären, Verantwortungsübernahme geben darf in irgendeiner Weise, dass Deutschland eine stärkere Investition und Sicherheit auch für Europa bereit zu geben ist. Und das hat uns doch sehr an den Eurokurs der alten oder der ersten und frühen FDP erinnert. Und das hat uns ein bisschen erschreckt, dass die FDP für unsere Begriffe da keine förderliche Position zur Weiterentwicklung Europas eingenommen hat. Ihre Deutung? Ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, dass die Fliehkräfte in Europa und damit die Integration eher gefährdet sind, wenn wir nicht verhindern, dass es da automatische Transfermechanismen gibt. Das ist ja genau das, was wir in einem Kompromiss auch schon versucht hatten wegzubekommen. Ja, erstmal dass um mehr darauf, Investitionen. Nein, so weit waren achten, wir ja noch dass, gar nicht. Doch, so weit waren wir schon, dass wir darauf geachtet haben, dass die Mitgliedsländer eigene Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen, dass wir da mehr Solidität hinbekommen. Ich glaube, dass nichts schädlicher wäre für die Integration oder für eine bessere Integration in Europa, als wenn man mit deutschen Steuergeldern völlig ohne Kontrolle die Risiken in anderen Ländern, auch teilweise in privaten Banken in anderen Ländern, versucht abzufedern. Aber Frau Suding, Sie haben doch die Rolle eingenommen, die Herr Macron im Grunde vor der Wahl gesagt hat. Wenn die FDP eine starke Rolle spielt, dann habe ich ein Problem. Weil ich beziehe mich jetzt nicht auf Transferunion und solche Dinge. Aber genau darum ging es. Wie ist denn Ihre Antwort? Wir hatten einen Kompromiss bereits gefunden, zu sagen, wir müssen versuchen, die Risiken in den Haushalten der eigenen Länder, auch in den privaten Banken der Länder zu minimieren und können dann darüber reden, ob wir noch weitere Töpfe für Investitionen herstellen wollen. Und dieser Kompromiss ist dann auf Drängen der Grünen von der Kanzlerin wieder aufgemacht worden. Und zwar am Sonntag, also an dem Tag, wo wir uns am Ende entschieden haben, aus den Sondierungen auszusteigen. Und dieses Wiederaufmachen eines für uns sehr, sehr wichtigen Kompromisses, der war auch ein Bestandteil, der dazu geführt hat, dass es für uns dann am Ende diese Entscheidung gegeben hat. Jetzt lassen Sie uns einen Punkt machen bei dem Thema Vergangenheitsbewältigung, aber für die Metropolregion. Für die Metropolregion Hamburg bleibt Europa aber natürlich extrem wichtig und für die Handelsstadt Hamburg. Herr Kahrs. Also ich glaube, dass man sich darum kümmern muss, dass die Integration in Europa ausgebaut wird. Ich finde die Überschrift Vereinigte Staaten von Europa immer richtig. Man muss da Schritte hin unternehmen. Man muss auch immer wieder erklären und verteidigen, dass wir viele Probleme in Deutschland gar nicht mehr alleine lösen können. Ob im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich, im Umweltbereich. Das geht eben nur in Europa gemeinsam. Und die Frage ist, wie man das hinkriegt. Da kann man dann ablenken mit solchen Themen wie Transferunion und was da die Union oder die FDP immer kommt. Ehrlicherweise, die haben wir, die gibt es schon lange. Das heißt Niedrigzinsphase. Das hat Herr Schäuble mit angestoßen und mit verteidigt. Das hat dazu geführt, dass er jedes Jahr 24 bis 25 Milliarden an Zinszahlungen im Bundeshaushalt gespart hat. Das hat dazu geführt, dass wir keine Schulden gemacht haben. Aber ernsthafterweise war es für uns in Deutschland richtig gut als Staat. Das ist für die süddeutschen Staaten gut. Aber bezahlen tut das der deutsche Arbeitnehmer, der Sparer, diejenigen, die ihr Geld angelegt haben, die großen Einheiten, die Geld sammeln, auch für Rentenfonds oder andere. Die bezahlen das und deswegen haben wir diese Transferunion. Deswegen brauchen wir einen europäischen Finanzminister und Wirtschaftsminister, um auch so ein Level Playing Field hinzukriegen. Da bin ich mir ganz sicher, dass das
für Europa gut ist und auch für, gerade für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, damit man mal entsprechende Spielregeln hat, weil wir von Europa auch am meisten profitieren. Deswegen glaube ich, dass man die Chance, dass man in Frankreich mal jemanden sitzen hat, der nicht nur pro-französisch, sondern pro-europäisch denkt, dass man die jetzt nutzen muss. Das ist im Interesse der deutschen Arbeitnehmer wie der deutschen Wirtschaft. Das ist etwas, wo man jetzt mal ordentlich vorangehen muss, weil ich glaube nicht, dass man über EU-Erweiterung reden kann. Man muss jetzt dafür sorgen, dass diese EU funktioniert. Und wenn das ein gutes Vorbild ist und Beispiel ist, kriegt man vielleicht sogar die Engländer wieder rein, die ja nun gerade merken, dass das voll gegen die Wand kachelt. Am Ende, sehr, sehr, aber sehr am optimistisch, Herr Kass, Herr Dr. Fickinger, sehen Sie das auch so? Man doch auch mal eine positive Idee mit Europa verbinden und nicht immer nur negative Transferunionsgeschichten, aber die Union selber verbockt hat. Das nehme ich jetzt gerne auf. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich als Ökonom auch schmerzhaft lerne, dass man manchmal politische Preise zahlen muss, aber dennoch auf Dauer natürlich eine Union, die nicht auf ökonomischen Prinzipien läuft, auch nicht klappen kann. Nur, wenn Sie sagen, wir dürfen kein Negativbild machen. Wir werden Europa nicht ein, indem wir den Leuten vorgaukeln, Europa ist ein Hort des Unsozialen und der Ungerechtigkeit, sondern wir werden Europa dann ein und stärken, wenn es eine starke Wirtschaftsmacht, eine Wirtschaftsnation wird, die sich gegen Amerika, gegen China, gegen die anderen behaupten kann. Aber auch eine starke Sozialmacht, das muss zusammenlaufen. Aber ich möchte noch mal ein Beispiel bringen, weil wir es wieder, um auf Hamburg zurückzukommen, Entsenderichtlinie haben wir gemacht als Deutsche, weil wir sozusagen ein Erstarken der Rechtsradikalen in Frankreich verhindern wollten. Deswegen braucht Herr Macron einen Erfolg. Diese Richtlinie richtet sich gegen die polnischen Anbieter und führt ganz konkret in Hamburg dazu, dass große Firmen, Sie wissen alle, welche großen Luftfahrtfirmen in Hamburg sitzen, wenn die jemand länger als ein Jahr nach Toulouse entsenden wollen, müssen die minutiös das komplette Arbeitsrecht, die kompletten Arbeitsbedingungen dieses Landes gegenchecken und dann prüfen, was ist besser und was muss ich anwenden. Und das ist ein Laden mit über 10.000 Mitarbeitern, die haben eigene Stäbe und selbst die sind damit fast überfordert. Der Mittelständler schafft das nicht, wenn er solche Entsendungen hat. Und das heißt, diese Sorge, ja, Europa muss sozialer werden, wir tun den Unternehmen einen Tort an bei sowas. Wir müssen gucken, dass wir die Wirtschaftskraft stärken und dann wird das auch ein... Aber Sie würden ja auch sagen, es war wichtig, dass keine rechtsnationale Regierung in Frankreich entsteht, weil ich kenne die Geschichte auch. Ich akzeptiere schmerzverzerrt, dass wir sozusagen hier einen politischen Preis zu zahlen, aber den kann man trotzdem, den muss man trotzdem so machen, dass er nicht am Ende unseren eigenen Unternehmen schadet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch eine vernünftige Regierung dort haben, die diese Prozesse auch vernünftig macht. Deswegen muss man diese Handlungsfähigkeit als Regierung aber auch mal zeigen. Da haben wir von der deutschen Seite aus diese Sorgen der Franzosen nicht so geteilt. Wir haben ein Vakuum. Aber trotzdem gibt es natürlich auch Situationen, dass es eine Erwartung gibt in Europa, dass jetzt Deutschland auch Kompromisse schließt mit anderen Regierungen in Europa, die eben für dieses zusammenwachsende Europa stehen. Und das wünsche ich mir auch, dass das in einer neuen Bundesregierung gelingt, weil das ist für uns, für die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und in Deutschland und in Europa ganz wesentlich. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende der Sendung. Das Thema der nächsten Sendung steht fest. Dass gerade Europa doch noch so viele Emotionen auslöst, freut mich, gerade zwischen den Jahren. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Meine Damen und Herren, die nächste Standpunkte-TV-Ausgabe gibt es am 24. Januar. Dann werden wir voraussichtlich das, was wir eigentlich schon heute diskutieren wollten, aber aus aktuellen Gründen halt ein bisschen geschoben haben, debattieren, nämlich den Diesel und die Folgen der Diskussion um Schadstoffwerte, Fahrverbote, Kraftstoffpreise und weiteres in diesem Zusammenhang. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch, einen glücklichen und guten Start in das Jahr 2018 und bleiben Sie der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie gewogen.